Salve a tutti, mein Name ist Christian Schlegel. Wir haben den 3. Februar und es ist 17.41 Uhr und in diesem kleinen Clip geht es um den DAX. Der DAX hat heute geschlossen bei 13.933, Schnickschnack. 57 Punkte sind allein der Daimler geschuldet und weitere 20 gehen auf das Konto von Siemens. Jetzt weiß ich ja, dass das BaFin meine Filme auch anschaut. Liebe Damen und Herren von BaFin, ich hätte da mal eine Idee. Ihr drückt uns so viel Regeln auf und Verordnungen und hast du nicht gesehen. Ich muss bei jedem Film sagen, wie viel Uhr es ist und welcher Tag es ist und irgendwann bestimmt dann noch die Vollmondphase. Aber die Frage stelle ich in den Raum, ist es sinnvoll, dass man einfach ad hoc Mitteilungen machen kann, wenn man Bock hat? Wäre es nicht sinnvoll, da eine Regel zu machen, zu sagen, bitte vor Börsenbeginn 9 Uhr oder nach Börsenschluss 17.36 Uhr. So mittendrin im Tag, soweit ich weiß, gibt es an keiner anderen Börse. Das gibt es nur in Deutschland. Aber da kann ich mich irren. Ich finde es einfach blödsinnig, dass da mittendrin irgendwelche Ad-Hoc-Mitteilungen kommen. Vorher oder hinterher wäre vielleicht besser, aber damit auch genug. Schön, Grüße an das BaFin. Ist nicht böse gemeint, ist einfach nur mal, weil, wie gesagt, ich muss immer den Tag, ich muss immer die Zeit dazu sagen, meistens auch noch meinen Namen, mein Gott, jetzt kennt mich doch jeder. Also zumindest die, die in den Film schauen. Gucken wir uns hier den DAX an. Das ist der Tageschart. Wir sind heute am Mittwoch DAX, das heißt die aggressivere Variante. Ich habe hier verschiedene Linien gezogen. Die dicken äußeren, einmal hier, sind die äußeren Begrenzungen. Die obere fällt auch mit dem oberen Band zusammen. Die hat also schon auf jeden Fall eine Bewandtnis. Wenn Sie heute zum Beispiel mal Nasdaq schauen, der hat auch vorhin ein neues High gemacht, aber nur ganz klein bisschen drüber. Und das riecht jetzt auch so nach so einer Art Doppeltop beispielsweise. Wir haben die dünneren Bänder, beziehungsweise Entschuldigung, die dünneren Linien, da komme ich jetzt gleich zu, im 4- und 1-Stunden DAX. So, aber vom Tages-DAX her, wir sind immer noch leicht positiv, ohne echtes neues, frisches Signal über den Oszillator. Das MACD hat sich sehr schön entwickelt über die moderne, aber noch nicht die traditionelle Sichtweise. Wir machen hier mit ordentlich Volumen runter und dann gapt der DAX einfach hoch. Ja, Gap 1, Gap 2, Gap 3. Also, ob der morgen weiteres Gap macht, also morgens Donnerstag, weiß ich nicht. Wie auch immer, wir waren ganz kurz vor der 14.000 heute und das hier, das werden wir auch gleich deutlicher sehen, so bei 14.028 ist diese kurzfristige Make-or-Break-Line. Da müssen wir drüber, um überhaupt die Chance zu haben, nochmal hier zum oberen Band bzw. hier zum All-Time-High zu gehen bei 14.135. Von den Tageschart habe ich also nur Punkte, die sind weit auseinander, hier bei 13.317. Und oben halt die eben angesprochenen 14.133. Gehen wir mal auf 4 Stunden. 4 Stunden, hier sind sie. Da kann man auch nicht so viel sehen. Ja? Hier sieht man aber auch die Gaps nicht so besonders. Das sind jetzt die 4 Stunden Kerzen. Und einfach nur hoch, ohne nennenswerte Korrektur. Der war nicht einfach zu handeln. Ich selbst war überhaupt nicht im DAX drin. Ich war mehr so in Einzelwerten, sowas wie SAP oder Deutsche Bank oder TAT. Aber im Index selbst war ich fast gar nicht dabei. Jetzt haben wir hier, vom Index sind die, also auf dem 4-Stunden-Chart sind die Bänder schon deutlich auseinander. Und hier haben wir, jetzt muss ich es ein bisschen zurückholen, hier haben wir sie, was ich eben nannte, Make-or-Break-Line, diese kurzfristige, bei 14.028. Ich sagte es ja so, er sollte 25 Punkte drüber mit wenigstens einer Stundenkerze schließen, um weiter sich die Chancen zu erhalten. Sonst wird ganz leicht aus einem Doppeltop, 1, 2, vielleicht sogar ein Trippeltop. Die sind selten, aber die gibt es. Ja, muss man mal ein bisschen abwarten. Wir fallen hier ein bisschen ab über das MACD und wir stehen kurz vor einem, wir haben es noch nicht, kurz vor einem Verkaufssignal. Noch ist es nicht so weit. Also ich habe hier auch keine Position, ich habe es da noch nicht vor, aber ich packe mir ein paar Sachen auf die Watchlist. Also das ist auf jeden Fall noch in Ordnung und das obere Band fällt eben mit dieser Linie zusammen. Jetzt gehen wir mal auf die Stunde und da habe ich noch eine sehr freche Unterstützung gefunden. Das ist diese hier, die kommt hierher. Das ist mehr oder weniger so, außer dem, was wir hier haben, dazu benötige ich aber ein neues High, ist das eigentlich die einzig, sagen wir mal, sinnvolle Unterstützung. Da sind wir hier bei 13.742 und da lege ich auch einen Schein an. Ich hole den schon mal hoch. Wir sind vom MACD her
neutral bis leicht positiv, über die Stunde auch leicht positiv, nichts Besonderes. Für diejenigen von euch, die denken, wir nehmen diesen Punkt hier raus und wir gehen sogar über die 14.028. Wie gesagt, Bedingung ist eine Stundenkerze wenigstens, sagen wir mal, bei 14.045,50. Sonst kann das ein Fuhler werden. Für diejenigen habe ich diesen Schein hier, ein 13.675er Open-End, hat im Moment einen 54er Hebel. Der kommt also hier. Ist der letzte Punkt und 13.675, da sind wir hier. Ja, der muss gestoppt werden. Ja, wenn das hier die 13.742 ist, bei 13.710 muss der gestoppt werden. Der kommt da bei mir nur ins Buch, wenn wir wirklich ein neues Hoch machen. Also ein neues Intermediate High. Was habe ich vorhin gelesen? Fand ich klasse. Intermediate High. So, ein kurzes Intermezzo da oben drüber. Da muss er dann erst, kommt er ins Buch. Ansonsten, das ist halt schon ein heißer Schein. Dieser Schein hat die Kennnummer GH0VJK. Gustav Heinrich 0VJK. Wie gesagt, das ist ein ziemlich heißes Teil. Wem das zu heiß ist, und das kann ich verstehen, der kann eine Etage tiefer gehen. Hierhin. Ja. Und das ist ein 13.295er, wir nehmen den hier, 13.297er. Und das ist die GF8ZHU, Gustav Friedrich 8 Zeppelin Heinrich Unsinn, 13.297. Der hat dann nur noch einen Hebel von 22, also nur noch. Für den einen ist es zu viel, für mich ist es zu wenig. Aber wie immer, da kein 54er Hebel. Für einen Put möchte ich doch schon hinter dem All-Time-High sein. Und da habe ich mir den hier rausgesucht, 14.292. Das ist auch fast ein 40er Hebel, 38. Das ist die GL147 und die S am Ende. GL147S. Der kommt in Frage, wenn wir hier drunter sind, unter der 13.744. Ich finde, momentan sind die Signale zu wenig, also oder nicht wirklich vertrauensselig. Und das ist eine Geschichte, wo Einzelwerte hoch und runter springen. Fresenius gestern runter, Daimler heute hoch. Das ist nicht einfach. Dennoch, ich bevorzuge nach wie vor die Einzelwerte. Ich finde die tendenziell ein bisschen leichter zu handeln als den Index. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.